Hallo Spieler, kommt doch rüber. Herzlich willkommen bei Onkel Zocker, wo wir uns heute schon wieder vor Panzer legen, um eine Invasion aufzuhalten. Denn es geht wieder um Fortnite, die aktuelle Season und die Verstrickung in die weltpolitische, grauenhafte, momentane Lage. Dass man auch bei Fortnite und Epic sich sehr bewusst ist, dass man hier ein Problem hat, sieht man schon daran, dass schon bevor die Season startete, man bei Epic vorbereitet hat, eine Spendenaktion zu initiieren für die Ukraine. Die ersten 2 Wochen der Season wurden alle Gewinne, die Epic und Microsoft mit Fortnite gemacht haben, gespendet für Organisationen, die sich in der Ukraine engagieren, unter anderem für die UNICEF, für das Flüchtlingshilfswerk der UNO und für die Welthungerhilfe. Und da sind erstaunliche Beträge zusammengekommen. 144 Millionen Dollar haben Microsoft und Epic gespendet. Das zeigt 2 Dinge. Das zeigt einmal, dass Fortnite eine riesige Wirtschaftsmacht ist. Das nochmal sind die Einkünfte aus 2 Wochen. Und damit ist Fortnite, Microsoft, die beiden zusammen sind der größte Einzelspender weltweit für die Ukraine. Natürlich bei diesen Beträgen, muss man fast sagen. Und das andere, was es zeigt, ist, dass man bei Epic sich sehr bewusst ist, wie problematisch die aktuelle Lage ist. Wie problematisch es ist, dass die Abbildung von Krieg in diesem Spiel plötzlich so parallel läuft zu diesem Krieg, der uns alle so ein bisschen aus dem Schlummer geholt hat. So fühlt es sich jedenfalls an, denn solche kriegerischen Auseinandersetzungen gibt es ja kontinuierlich, aber irgendwie scheint das zumindest für Europäer jetzt in eine ganz neue Dimension vorgedrungen zu sein. Und offensichtlich hatte man bei Epic Angst, dass das durchschlägt auf die Abbildung. Und das ist ja so ein bisschen auch unser Thema hier in dieser Videoserie, nämlich ist die Abbildung von Problemen in der Welt, in diesem Fall von Gewalt und Aggression in Form von Spielen, wie ist das einzuschätzen? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist das neutral? Kann das helfen, mit diesen Problemen psychisch fertig zu werden? Macht es das schlimmer? Das ist die Frage, der wir hier so ein bisschen nachspüren, aber heute noch nicht. Heute geht es erstmal darum, wo dieser Spielmodus, um den wir uns hier kümmern in Fortnite, dieser Battle Royale Modus, den ich letztes Mal erklärt habe, wo der eigentlich herkommt. Und wir starten das jetzt hier schon mal. Eine Sache, die ich letztes Mal, das muss ich noch nachtragen, da bin ich so ein bisschen drüber weggegangen. Die Videoserie ist ja gedacht für Leute, die sich nicht so sehr mit Gaming auseinandersetzen, die nicht so viel Erfahrung haben. Und ich bin so ein bisschen drüber weggegangen, Fortnite ist ein Third-Person-Shooter, habe ich gesagt, und dann gesagt, das sieht man hier, und dann nicht weiter erklärt, das geht natürlich nicht. Third-Person-Shooter bedeutet, die ganze Zeit während ich spiele, sehe ich die Spielfigur, die ich steuere, auf dem Bildschirm. Während im First-Person-Shooter ich aus den Augen der Spielfigur die Welt sehe. Also First-Person ist die First-Person-Perspective, daher kommt der Begriff. Das ist die Perspektive, die ich habe als Individuum, der sich die Welt anschaut. Das wäre, wenn ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, 10 Sekunden noch, wird nicht reichen. Hier habe ich eine Waffe. Das wäre First-Person-Perspektive. Ich sehe meine Figur nicht mehr, während Fortnite die allermeiste Zeit in der Third-Person-Perspektive bleibt. So, Battle Royale. Wir erinnern uns von der letzten Folge. 100 Spieler im Bus. Die springen jetzt der Reihe nach raus, verteilen sich über diese Insel und kämpfen dann gegeneinander, bis nur noch einer übrig ist. Das ist das Battle Royale-Prinzip. Und die Frage nochmal, der wir heute nachgehen, ist, woher kommt das ideengeschichtlich? Man könnte jetzt, wenn man so ein bisschen naiv und mit gesundem Menschenverstand da rangeht, könnte man sich auf den Standpunkt stellen, das ist sicherlich was, was die Computerspieldesigner entwickelt haben, und dann hat die Marketingabteilung kam mit diesem Begriff um die Ecke. Battle Royale, das klingt sehr modern, das klingt sehr slick. Das ist sicher eine plausible Story, es ist aber grottenfalsch, denn der Begriff Battle Royale ist in Wahrheit über 200 Jahre alt. Das kommt aus dem Kampfsport, spezifisch aus dem Boxen und Ringen, und ist ein Turniermodus im Boxen und Ringen. Battle Royale, sind Turniere, wo viele Sportler antreten, und bei jedem, und das ist ein K.O.-Modus. Und damit meine ich jetzt nicht, dass hin und wieder mal einer ohnmächtig wird und auf die Bretter geht, sondern K.O.-Modus im Turniersinn. Das heißt, die treten paarweise gegeneinander an. Wer verliert, ist sofort raus aus dem Turnier. Es werden keine Punkte protokolliert und nichts.
Jedes Match entscheidet, einer kommt weiter, einer ist raus. Und das wird so lange durchgezogen, bis nur noch einer übrig bleibt. Überraschung, das hat man kommen sehen. Das heißt, das ist sehr, sehr ähnlich natürlich zu diesem Spielmodus. Jetzt könnte man als jemand, der auf den gesunden Menschenverstand schwört, sagen, aha, habe ich verstanden. Die Spieldesigner, die diesen Spielmodus entwickelt haben, haben sich also für die Inspiration und für die Benennung in der Sportgeschichte bedient. Das macht ja auch Sinn. Fortnite ist ja auch E-Sports. Das ist ja alles, hat ja eine sportliche Komponente. Und schon wieder wäre unser Freund mit dem gesunden Menschenverstand auf dem Holzweg. Denn die Wahrheit ist, das ist auf dem Umweg über die Literatur in die Spielszene eingesickert. Und zwar über ein Buch von Kushun Takami, einem japanischen Autor, das 99 in Japan erschienen ist, das den Titel Battle Royale hatte. Das ist eine Parallelweltgeschichte, soll heißen, das spielt in einem fiktiven Japan, das den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und jetzt als Republik Großostasien über halb Asien herrscht, ein Terrorregime, ein faschistisches Regime, in dem die Bevölkerung eingeschüchtert wird über ein Programm, das Kampfprogramm 68, glaube ich, heißt, beziehungsweise dann eben mit dem Titel angedeutet, eine Battle Royale ist. Und in diesem Programm werden ganze Schulklassen entführt durch diesen Staat als Block. Dann werden Inseln von den Bewohnern freigeräumt, evakuiert. Die Schüler kriegen individuell Waffen zufällig zugeteilt. Da ist alles dabei. Von einem Jojo bis zu, also das erfinde ich jetzt, das Jojo, das kommt natürlich nicht vor, aber von eher harmlosen Dingen, die kaum noch als Waffe zu erkennen sind, bis zu Maschinengewehren ist alles dabei. Das heißt, es ist reines Glück, mit welcher Waffe man startet. Und die Ansage ist, nur einer von euch kommt hier lebend raus. Das ist jetzt natürlich das ist Unterhaltungsliteratur, aber keine Wohlfühlunterhaltungsliteratur. Das ist so eine Mischung aus Thriller und Horror. Man merkt das schon, ein faschistischer Staat zwingt Kinder dazu, ihre Freunde umzubringen. Das ist mag spannend und auch noch einige andere Dinge sein. Schön ist es nicht. Dieses Buch war ganz erfolgreich, vor allem, weil es eben eine neue Idee war. Da unten ist ein Gegner. Ich halte mich aber mal so ein bisschen zurück jetzt, denn ich habe heute was zu erzählen. Ja. Was die Welt, wenn wir sterben, sterben wir. Und diese Battle Royale Idee wurde dann umgesetzt. 99, wie gesagt, kam das Buch raus. 2000 gab es einen Manga dazu. Dann gab es einen Kinofilm, der war sehr erfolgreich. Und von da aus ist es dann in die Spieldesign-Szene eingesickert. Ein eher Indie-Spiele-Team rund um einen Entwickler, der sich PlayerUnknown nannte, hat PlayerUnknown's Battleground entwickelt. Das war die erste große Battle Royale-Inkarnation. Okay, das wird jetzt hier kein gutes Ende nehmen, fürchte ich. Der ist hartnäckig. Ja, hat doch ein gutes Ende genommen. PlayerUnknown's Battleground war die erste große Battle Royale-Spiele-Sensation. Das war, wie gesagt, ein kleines, eher, man kann sagen, Indie-Team, das in kürzester Zeit Millionen von Spielern angezogen hat. Und dann kam eben Fortnite, das eigentlich mal ein ganz anderes Spiel werden sollte, und hat einen Battle Royale Modus eingebaut und dann sehr schnell eine Erfolgsstory hingelegt. Und wie gesagt, ist jetzt eins der größten Spiele weltweit mit um die 250 Millionen Accounts und sicherlich vielen Millionen, mehrstelligen Millionen von Spielern. Nicht jeder Account ist ein eigener Spieler natürlich, manche Spieler haben mehrere Accounts, aber unglaublich viele Spieler, und wir sehen ja auch mit diesen Spendenzahlen, die ich vorhin erwähnt habe, auch natürlich eine soziale Kraft und einfach ein wichtiges Ding. Deswegen gibt es ja auch, jetzt mache ich ja auch diese Videoserie hier.
Das ist so die unmittelbare Story der Battle Royale, also ein Roman über einen faschistischen Staat, der Kinder gegeneinander aufhetzt oder beziehungsweise zwingt, gegeneinander zu kämpfen. Das hat aber natürlich auch wieder Vorläufer, wie jede Idee. Das wird niemanden überraschen, der sich mit Ideen beschäftigt. Und zwei der Ideen, die man ganz gut verfolgen kann, denke ich, sind andere Bücher. Das ist einmal, ich nehme lieber die hier mit, das ist einmal bei dem Thema, wir sperren Jugendliche oder Kinder auf einer Insel ein und dann bricht die soziale Ordnung zusammen. Ist natürlich das ganz naheliegende Vorbild, der 1954 erschienene Roman Herr der Fliegen von William Golding, in dem das einfach durch Schiffbruch passiert. Da gibt es jetzt keinen faschistischen Staat, aber das thematisch ist das schon ein bisschen verwandt. Bei Golding ist natürlich die Frage, wie dick ist diese berühmte Schicht der Zivilisation, die sich über die, ich sage jetzt mal, auch wenn ich den Begriff nicht mag, aber der Einfachheit halber die tierische Seite des Menschen legt. Ich glaube, dass die schlimmsten Komponenten des Menschen, das auf Tierisches zu reduzieren, ist die falsche Sicht. Aber egal, das ist nicht unser Thema hier. Jedenfalls diese Frage, wenn ich Zivilisation wegnehme, wie schnell geht das, dass eine Gruppe von Kindern getreu dem philosophiegeschichtlichen Spruch Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, übereinander herfällt. Das ist das eine Vorbild, Herr der Fliegen. Das andere, ein bisschen weniger bekannt wahrscheinlich, von einem Autor, den es auch gar nicht gibt, ein amerikanischer Autor namens Richard Bachman, der 79 das Buch The Long Walk veröffentlicht hat. Bachman gibt es in dem Sinn nicht, dass das ein Pseudonym ist, und zwar von Stephen King, der damals, so will es die Legende, erstens ein bisschen misstrauisch war und dachte, meine Bücher verkaufen sich doch bestimmt deswegen überhaupt nur so gut, weil alle schon denken, dass ich ein toller Autor bin, und dann irgendwie könnte ich auch meine Einkaufszettel da rein drucken und dann würde das auch gekauft. Und dann wollte er das mal mit einem Pseudonym ausprobieren, ob das stimmt, ob sich das auch verkauft. Und der andere Grund war wohl, dass die Verlage damals der Meinung waren, mehr als ein Buch pro Jahr pro Autor verkauft sich nicht. Und King, einer der produktivsten Autoren der Welt, glaube ich, wollte seine Bücher nicht für die Schublade schreiben, sondern verkauft sehen und hat dann deswegen dieses Pseudonym erfunden. Das Buch The Long Walk ist das erste, was King je geschrieben hat. Und der Plot wird uns gleich so ein bisschen, da wird bekannte Saiten anklingen lassen in einer etwas düsteren Sinfonie, um dieses Bild mal zu Tode zu reiten. Der spielt nämlich in einem faschistischen Nordamerika, einer faschistischen USA, die zur Einschüchterung der Bevölkerung Jugendliche. Entführt und zu einem langen Marsch durchs Land zwingt, begleitet von Soldaten, und wer das Marschtempo nicht durchhalten kann, wird von diesen Soldaten erschossen. Das heißt, das ist in gewisser Weise sehr ähnlich zur Battle Royale-Idee, dieses Buch The Long March. Das ist, was die Anklänge und die Assoziationen angeht für ein amerikanisches Publikum, wird das sicher nochmal anders bewertet, weil es in Amerika den berühmten Trail of Tears gab, wo die amerikanischen Ureinwohner gezwungen wurden, aus ihren eh schon schlechten Reservaten, in die man sie verbannt hatte, in noch schlechtere Reservate umzuziehen. Und auf diesem Marsch, diesem Trail of Tears durch mehrere Bundesstaaten der USA sind viele gestorben. Wie gesagt, das klingt in Kings Story für ein amerikanisches Publikum sicherlich an und ist thematisch so ein bisschen anders als sowohl was William Golding mit Herr der Fliegen wollte, als auch was den Reiz dieses Battle Royale Buchs aus Japan ausmacht. Ganz interessant, dass es in beiden Fällen faschistische Staaten sind, also
autoritärer Druck von außen, der diese Sondersituation herstellt, in der im einen Fall nur der Beste überleben darf und alle anderen werden ausradiert. Das heißt, da haben wir so ein bisschen den Leistungsdruck abgebildet, glaube ich, metaphorisch. Ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Während bei Takami, also in diesem Battle Royale Buch, schade. Jetzt habe ich den Faden verloren. Während in diesem Battle Royale Buch es durch den externen Druck ja die natürliche Konkurrenz der Menschen eher betont wird. Also da geht es jetzt nicht darum, wer ist der Beste, sondern es geht darum, wie kann ich auf dem Rücken der anderen einen Vorteil für mich rausholen. Und das eben durch den autoritären Druck von außen ins Extrem getrieben. Das sind so die Themen, die hier anklingen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, welches davon ist denn relevant für so ein Spiel wie Fortnite jetzt? Und inwiefern bildet eigentlich der Battle Royale-Modus in Fortnite das ab? Das lassen wir nochmal so ein bisschen hintangestellt, bis wir ein bisschen besseres Gefühl dafür haben, wie diese Matches überhaupt funktionieren. In diesem Match bin ich jetzt als 12. ausgeschieden von 100. Habe aber auch viel geredet. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ihr habt was gelernt über die Herkunft dieser Ideen, die, wie gesagt, weiter zurückgehen, als man das denkt und auch mehr Vorläufe haben, als man denken könnte. Ist natürlich trotzdem sehr originell gewesen und dieses kulturelle Phänomen, das ja übrigens auch nicht auf die Spiele beschränkt ist, das vielleicht noch zum Abschluss. Diese Battle Royale-Idee, also dieser japanische Roman, der dann verfilmt wurde, steckt natürlich auch drin, zum Beispiel in die Tribute von Panem oder Hunger Games. All diese einander sehr ähnlichen Plots, in denen eben Gruppen aufeinander losgelassen werden durch einen autoritären äußeren Druck, fangen metaphorisch sicherlich dasselbe Problem ein und bauen aufeinander auf. Damit soll es genug sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne Abo und Like da, wenn ihr was nicht verstanden habt. Wenn ihr was anmerken wollt, ganz wichtig zu dieser Thematik, gerne in den Kommentaren, dann gehe ich in den nächsten Videos drauf ein. Ansonsten kümmern wir uns das nächste Mal um die Frage, was Fortnite eigentlich für ein Spiel war, bevor es zu einem Battle Royale-Spiel wurde, und um die wichtige Frage, welche Rolle das Bauen eigentlich bei Fortnite spielt. Das haben wir bis jetzt ganz ausgeblendet. Und das geht nicht, denn das ist eins der wichtigsten Elemente. Darum geht es also beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.